Willkommen zu meinem Webinar, der WFM-Prozess einfach erklärt. Kurze Frage, wieso der Titel? Also zum einen hatten wir jetzt in der Trendstudie, die wir Montag vorgestellt haben, festgestellt, dass das Thema WFM Zeiten von Corona doch ein kleines bisschen vernachlässigt wurde. Zum anderen haben wir in einem ein oder anderen Prozess festgestellt, dass man sich zwar eine WFM-Software eingekauft hat, aber eigentlich überhaupt nicht verstanden, was man damit macht. Da war jetzt der Ansatz, in diesem Webinar einfach mal einen Prozess kurz vorzustellen, vielleicht auf Fragen und Themen einzugehen. Ich würde mich ganz kurz noch vorstellen. Mein Name ist Roland Ruf. Ich bin Geschäftsführer der Rufberatung, war seit den 2000er Jahren bei einem Hersteller für Softwarelösungen im Contact-Center tätig, habe dann 2013 beschlossen, ich mache mich selbstständig und habe die Rufberatung gegründet. Inzwischen sind wir ein kleines Team von 5 Leuten. Ja, meine persönlichen Schwerpunkte sind Lösungsauswahl, Technik im Zusammenspiel mit der Prozesse, kleines Steckenpferd des Telesales, Workforce Management, Workforce Optimization und was ich auch ganz gerne mache, sind Contact-Center Audits per se. Ansonsten mein Team kümmert sich natürlich noch um andere Bereiche. Als Firma haben wir eigentlich 4 Hauptthemengebiete. Das eine ist die Lösungsauswahl und Implementierung. Wie gesagt, da bin ich recht aktiv. Prozessberatung und Prozessimplementierung. Dann haben wir auch noch einen Personalökonom für Contact Center, der kümmert sich um die Themen Personalwesen und auch die ganzheitliche Beratung, dass man sich nicht auf ein einzelnes Thema fokussiert, sondern erstmal im Großen und Ganzen drauf schaut, was man da alles verbessern kann. Das ist bei uns auch ein Themenpunkt. Ja, aber damit würde ich jetzt eigentlich ins Thema einsteigen, nämlich Workforce Management. Ich habe hier erstmal ganz kurz den Prozess aufgezeigt. Im Prinzip ist das ein Kreislauf. Wir fangen mit einem. So, Rainer, ich habe gerade eine Rückmeldung bekommen, dass man bei mir nur die Startseite sieht. Seht ihr die Folie? Kleinen Moment, ich versuche das jetzt mal eben zu klären, was da ist. Du hast weiter, genau, bei dir sieht man nur die Startseite im Moment. So, Jetzt sieht man die nächste Seite. ja, gut, das war auch die erste inhaltliche Folie. Vielen Dank für den Hinweis, Verena. Ja, genau, hier ist der Workforce-Management-Prozess in den 5 Themenpunkten, den wichtigsten Punkten einfach mal dargestellt. Das ist im Prinzip ein Kreislauf. Wir fangen ganz oben an mit einem Forecast. Man erstellt im Prinzip einen Forecast, wie viel Kontakte, Anrufe, E-Mails, Chats, was auch immer reinkommt, kalkuliert darauf den Bedarf, weiß dann im Prinzip, wie viel Personal man etwa braucht, und plant entsprechend die Schichten, die dann möglichst so passen, dass die Mitarbeiter die einkommenden Kontakte innerhalb des entsprechenden SLAs abarbeiten können. Dann gibt es das Thema Intraday-Management, das heißt, man steuert im Prinzip das Tagesgeschäft. Intraday-Management auf 2 Themen passt der Forecast, braucht man mehr oder weniger Personal. Was anderes, was auch teilweise genutzt wird, passt die Adhärenz der Agenten? Halten sie sich an den vorgegebenen Plan oder kommt da der ein oder andere viel zu spät oder viel zu früh? Dann geht man über in das Reporting, dass man natürlich die Zahlen im Nachgang betrachtet. Beziehungsweise die Zahlen, wie zum Beispiel die aufgelaufenen Anrufe, laufen dann auch wieder in den Forecast rein. Kompletter Kreislaufprozess. Brauche ich das alles? Im Prinzip ist das das große, komplexe Bild von Workforce Management. Es gibt aber viele Unternehmen, die nutzen nur einzelne Teilbereiche. Es gibt zum Beispiel Dienstleister, Entschuldigung, Unternehmen mit Dienstleistern, die machen einen Forecast. Den Forecast geben sie dann Dienstleister, der soll sich dann um seine Mitarbeiter selber kümmern und auch sicherstellen, dass das Intraday-Management mit denen funktioniert. Und das Unternehmen selber kümmert sich dann nur noch um die Ergebnisse, ob alles gepasst hat und macht dann darauf einen angepassten Forecast für den nächsten Tag oder die nächste Woche. Gibt auch Unternehmen, die ignorieren den Forecast komplett und nutzen eine Workforce-Management-Lösung nur zur Schichtplanung. Kann man alles machen? Das hier ist das große Bild, muss man dann auch entsprechend auch klären. Intraday-Management, Steuerung der einzelnen Mitarbeiter. Auch wirklich Klein-Klein-Ebene ist ja teilweise von manchen Betriebsräten auch nicht zugelassen. Entsprechend schaut man da vielleicht auch nur auf die eingehenden Anrufe, ob die passen und angenommen werden.
Genau, so, ich hoffe, das war auch verständlich. Wenn man das nochmal ein bisschen genauer aufdröselt, dann wird es ein bisschen komplexer. Das ist nochmal ein Prozess dargestellt mit den entsprechenden Einflussfaktoren. Beim Forecast fangen wir ganz links an. Geht es darum, dass man natürlich das Volumen der Vergangenheit berücksichtigt, Ausreisetage mit einplant, zum Beispiel, wenn wie vorgestern bei Vodafone das Mobilfunknetz ausfällt. Dann werden wir ein deutlich erhöhtes Anrufvolumen im Service gehabt haben. Diese Tage sollen natürlich nicht als Basis für normaler Forecast für die Zukunft verwendet werden. Dann gibt es saisonale Effekte. Jetzt in Quartal 4 kriegt man die ganzen schönen Schreiben mit Preiserhöhungen. Die generieren natürlich auch eine erhöhte Anzahl von Anrufen. Das ist aber im nächsten Quartal wieder abgeflacht. Das heißt, diese saisonalen Effekte muss man da auch berücksichtigen. Dann gibt es natürlich noch das Zusammenspiel mit dem Marketing oder anderen Aktionen, die ein erhöhtes Anrufvolumen oder Kontaktvolumen bedeuten oder resultieren. Da ist auch wichtig, dass man innerhalb des Forecastings unternehmensweit betrachtet, welche Aktionen laufen gerade. Gibt man irgendwie eine Rufnummer in einem Flyer raus, wo man sagt, bitte ruf uns an. Oft wird dieses Zusammenspiel des Gesamtunternehmens Richtung Forecast nicht berücksichtigt. Ja, da gibt es im Prinzip die Bedarfskalkulation entsprechend der Algorithmen, welche Service-Levels sind hinterlegt. Erlangen C ist vielleicht bekannt, Hills B wird entsprechend berechnet, wie viel Personal man braucht, wobei das natürlich entsprechend voneinander abhängt. Je länger man den Kunden in der Warteschleife halten kann, desto weniger Leute muss ich vorrätig haben, um auch jetzt sofort den Call abzunehmen. Das muss natürlich mit der Organisation zusammenpassen und dann spielt auch die erwartete AHT wieder rein für jeden Vorgang. Ist auch ein spannendes Thema mit der AHT. Die kann man natürlich aus den Daten der Vergangenheit berechnen. Das wäre im Prinzip die Ideallösung. Andererseits ist auch die AHT oft von der Tagesform abhängig. Im typischen Contact Center ist man morgens ein bisschen schneller unterwegs als nachmittags. Oder aber auch, es gibt gewisse AHT-Vorgaben, wo man sagt, die Mitarbeiter sollen sich bitte darauf fokussieren, eine bestimmte AHT einzuhalten. Zu sehr sollte man das auch nicht pushen, wenn man die AHT zu klein setzt. Dann sinkt die Qualität der Gespräche und nach 3 Monaten hat man deutlich mehr Anrufe und spart auch kein Geld. Ist aber im Prinzip natürlich immer so eine Balance-Sache, wo man als guter Workforce-Management-Berater entsprechend die passenden Werte für das entsprechende Unternehmen suchen muss. Ja, und dann geht es rüber zur Schichtplanung. In der Schichtplanung hat man die verschiedenen Schichtregeln der entsprechenden Mitarbeiter hinterlegt, die Verfügbarkeit, ob der in der Woche zum Beispiel Urlaub hat oder nicht, und die passenden Skills, was kann er eigentlich? Dann werden den Mitarbeitern die entsprechenden Schichten zugeteilt. Entweder automatisch durchs System, manuell von einem Planer oder aber auch teilweise halbautomatisch. Das heißt, die Mitarbeiter können sich bereits als Pick-Modell bestimmte Schichten wünschen und das System akzeptiert diese, schlägt andere vor oder füllt dann entsprechend nicht gewünschte oder nicht genommene Schichten auf. Von der Schichtplanung werden diese im Prinzip dann freigegeben durch den Planer und entsprechend kommuniziert. Gibt es noch gegebenenfalls kleine Änderungen in der Zeit zwischen Freigabe und dem tatsächlichen Tag, für den man geplant hat? Zum Beispiel durch Krankheiten, Abwesenheiten, die vorab bekannt sind und ähnliches. Ja, und dann kommt im Prinzip der große Tag. Intraday-Management muss steuern. Passen die eingehenden Anrufe? Sind die Mitarbeiter entsprechend verfügbar? Gibt es ungeplante Abwesenheiten? Halten die Mitarbeiter sich an den Plan? Die Tagesergebnisse laufen dann im Prinzip ans Berichtswesen, beziehungsweise auch wieder Richtung Forecast und bei der AHT auch Richtung Bedarfskalkulation. Ja. Und was dann oft auch noch mit reinspielt, ist das Thema des Staff-Management. Im Prinzip Self-Service-Funktionalitäten, Schichtplantausch, Schichtwünsche und ähnliches, was meistens über eine App oder über eine Webseite innerhalb der Software abgebildet wird. So, schaut man einen Prozess und eine Software an. Der Prozess Workforce Management definiert den Ablauf und das Regelwerk, muss eindeutig und am besten einfach definiert sein. Und muss gegebenenfalls an die Software angepasst werden. Die Software selber bildet einen Prozess ab, unterstützt die Mitarbeiter und muss gegebenenfalls an den Prozess angepasst werden.
So ein bisschen wie das Henne-und-Ei-Prinzip. Ich weiß nicht, ob der andere es mitbekommen hat. Lidl hat ja vor einiger Zeit auch versucht, SAP einzuführen und dann aufgrund der Projektkosten beschlossen, dass sie das Projekt pausieren, weil man einfach das Unternehmen Lidl nicht an die Software anpassen konnte und vice versa. Aus meiner Sicht eine ganz große Empfehlung, schauen Sie sich erst den Prozess an, bevor Sie überlegen, eine Software anzukaufen. Dann wissen Sie auch genau, was die Software leisten kann oder soll und gegebenenfalls läuft fällt dann die eine oder andere Lösung auch flach. Gut, wieso investieren Unternehmen in eine Workforce-Management-Lösung? Da gibt es durchaus verschiedene Ansätze, Gründe, um die Einsätze der Mitarbeiter zu planen, das erwartete Kontaktvolumen zu berechnen, aus Mitarbeiterzufriedenheit, das heißt, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in den Planungsprozess mit einbezogen werden, dass sie ihre Schichten wünschen und ähnliches. Zur Kundenzufriedenheit, um sicherzustellen, dass man immer ausreichend Mitarbeiter da hat, die die anfallenden Kontakte, Calls, Briefe, E-Mails, Chat in Time beantworten können, aber auch zur Komplexitätsreduktion. Also ich hatte vor einiger Zeit mal ein Unternehmen, das hatte mit 200 Mitarbeitern 300 Schichtplanregeln gehabt. Um das zu steuern, das war irgendwann per Excel und per Hand nicht mehr möglich. Da macht durchaus eine Software auch Sinn. Und natürlich zur Effizienz. Eine gute Workforce-Management-Software hat natürlich beim Forecast teilweise Genauigkeiten von 95% oder mehr in der erwarteten Anrufvolumen und Mitarbeiterbedarf. Gut. Weitere Funktionen in der typischen Workforce-Management-Software. Es gibt eine Self-Service-App für Agenten, fürs Zeitmanagement. Es gibt auch das Thema Langzeit-Forecast. Wie viele Mitarbeiter brauche ich übernächstes Jahr, wenn ich weiß, dass meine Churn-Rate 5% ist, bei zu erwartendem steigenden Anrufvolumen von 5% pro Halbjahr? Arbeitszeiterfassung ist bei manchen Lösungen noch drin, wobei das dann auch sehr komplex wird, weil da auch wieder sehr komplexe Lösungen mit reinspielen und oft werden hier für die Arbeitszeiterfassung eigentlich getrennte Softwarekomponenten genutzt. Performance Management, wie performant arbeiten die Mitarbeiter, dann Meeting, Quality Management und Urlaubsplaner, zu Deutsch, dass man die gesamten Nicht-Arbeitsaktivitäten trotzdem mit einplanen kann, insbesondere für regelmäßige Coaching oder was auch wichtig ist für Compliance-Funktionen. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss einmal im Halbjahr eine Datenschutzschulung durchmachen. Dann planen wir das mit ein und kann das dann auch nachweisen, dass das im Prinzip auch wirklich passiert ist, falls mal ein Audit ist. So im Finanzumfeld zum Beispiel eine ganz spannende und gefragte Funktion. Man das große Ganze anschaut, WFM ist eigentlich ein Teilbereich von Workforce Optimization, was im Prinzip den ganzen Prozess von Onboarding und Recruiting über Qualitätsmanagement und Qualitätscoaching-Maßnahmen beinhaltet. Dann natürlich das Zeitmanagement, Personaleinsatzplanung, das Work-Type-Management, das Task-Management, welche Tasks werden wie bearbeitet, Employee Recognition, das heißt Feedback, dass die Mitarbeiter alles gut gemacht haben und Voice of the Employee, Feedback von den Mitarbeitern, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Und zurzeit gibt es auch einige Lösungshersteller, die versuchen, Workforce-Management-Software nicht einzeln zu verkaufen, sondern wirklich das Ganze in eine große Softwarelösung einbauen, die alles abbildet. Je nach Umsetzungsgrad hat man vielleicht bei einer Standalone-Workforce-Management-Lösung deutlich granularer Funktionen und ist manches vielleicht ein bisschen genauer oder auf die einzelnen Wünsche zugeschnitten. Andererseits, das große Ganze bietet auch Vorteile. Das muss ich dann je nach Bedarf anschauen. Wenn man das nochmal im Kreislauf anschaut, Workforce Optimization, es gibt die eigentlich bei Workforce Optimization die großen Teilgebiete Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalwirtschaftskontrolle und Personalplanung. Und in allen Bereichen sind die Funktionen von einem Workforce Management drin, das heißt bei der Personalplanung der Langzeitforecast, bei der Personalbeschaffung die eigentliche Personalbedarfsplanung, die Schulungsplanung. Personaleinsatz, Forecast, Schichtplanung, Trainingsplan und natürlich bei der Personalwirtschaftskontrolle, Intraday-Management, Forecast-Kontrolle, Performance-Management. Wer ist eigentlich ein Stakeholder im Workforce-Management? Die Mitarbeiter, beziehungsweise eventuell auch ein Dienstleister, der die Calls abnimmt oder die
Briefe, E-Mails statt die Steuerungsmitarbeiter im Kontaktcenter selber, also die Planer, sei das jetzt diejenigen, die die eigentliche Planung machen, beziehungsweise das Intraday-Management, Human Resources natürlich, Betriebsrat und gegebenenfalls auch natürlich Kunden, sei es als Endkunden, beziehungsweise als Auftraggeber vom Kontaktcenter selber. Wenn man ein Workforce-Management einführt, welche Themen sind da eigentlich zu beachten? Zur Vorbereitung benötigt es normalerweise ein System, mit dem man arbeiten kann. Kann natürlich einfach Excel sein, kann eine Cloud-Lösung sein, kann aber auch eine On-Premise-Lösung sein, die man entsprechend installieren muss. Für einen guten Forecast braucht man eine passende Datenanbindung. Das heißt, man muss die historischen Daten von der TK-Anlage bekommen. Dann muss man Forecast modellieren, gegebenenfalls auf die Kanäle unterschiedliche Werte, Themenpunkte, Schwerpunkte setzen. Die Daten der Mitarbeiter im Prinzip einpflegen, Stammdaten, Vertragsmodelle, gegebenenfalls dann die Planungs- und Schichtenmodelle einpflegen, definieren, operativ ansteuern. Wenn man zum Beispiel Schichtenmodelle in der Software hinterlegt, die vorher im Kontaktcenter noch gar nicht bekannt waren. Und dann geht es zur Schichtplanung. So eine typische Dauer von der Einführung kann man theoretisch in 6 bis 10 Wochen machen, kann aber auch deutlich länger sein, je nach Unternehmen. Das muss man dann von Fall zu Fall anschauen. Bei der Cloud ist vielleicht die Einführung ein bisschen kürzer, weil die Software bereits vorhanden ist und man nur mit der Datenanbindung starten kann. Ja. So. Und was bei der Einführung alles schiefgehen kann, das erklärt uns heute Nachmittag der Mark Ullmann von der Teletrain in seinem Webinar. Auch ganz spannend. Da wollen wir dann mal schauen, was er aus seiner Erfahrung erzählen kann. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Die Trendstudie, die ich am Anfang erwähnt habe, können Sie hier mit dem QR-Code anfordern, sobald die verfügbar ist. Das wird wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen sein, würden wir die dann auch als PDF noch liefern. Und ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Rainer, ich weiß nicht, ob irgendwelche Fragen reingekommen sind.